Hurra! Neuer Bart, neues Modell. Und der Zangenfürst. Ja, so sieht's aus. Sind voraus aus dem Psychiater. Beim Psychiater waren wir am letzten Part. Psychiaterpraxis Dr. Johnson. Ja, jetzt abzaubern. Wir haben etwas vor. So, die Karte ist schon deutlich größer geworden. Deutlich mehr Orte, die wir bereisen können. Aber wir wollen erstmal zu Wendes zurück. Jo. Ab ins Treppenhaus. Hinauf. Und dort. Mortimers Tür. Mortimer hat die Klinke mitgenommen, die kriege ich nicht auf. Tja, vielleicht haben wir da etwas im Inventar, womit das geht. Okay, finden wir mal raus, ob Türen mit Kreditkarten aufmachen nur eine weitere Hollywood-Lüge ist. Bingo. Oh, dieser Bastard. Ich dachte immer, ich hätte das größere Zimmer. Aber sowas von das Schönere auf jeden Fall. Ist das eine Statue von... das sieht aus wie eine Statue von... Ich nenne mal lieber keinen Namen. Das erinnert mich an eine bestimmte Persönlichkeit, die ich vielleicht möglicherweise von YouTube kenne. Ziemlich stark sogar. Hier haben wir Katamari Damacy. Cool. Katamari Damacy. Figur, eine Katamari-Figur. Oh, ich würde die so gerne mitnehmen, die. Nein, brauche ich nicht. Die Figuren hier aus dem Spiel, so einige würde ich davon mitnehmen. Ich gucke mich hier schon hinten um und links und rechts und wir gehen, glaube ich, alles mal Stück für Stück durch. Das ist hier, das ist ein Apartment. Der Hammer. Schlüssel. Soweit ich weiß, aus The Legend of Zelda. Der Fluxkompensator. Das Ding ermöglicht Zeitreisen. Sagt man jedenfalls. Da können wir es doch bestimmt bestens machen. Ja klar, würde ich machen, wenn der echt wäre. Ach, der ist doch echt. Mach ich nicht. Aber den Schlüssel. Der schließt nichts auf, der ist nur Deko. Unsere Bosskampftüren. Hier, Frontort. Typ. Bücher. Bücher, Bücher und noch mehr Bücher. Ja, hier natürlich in der Vitrine. Klassiker. Das Raumschiff. Raumschiff Enterprise. Bild von Leuten, die ich jetzt nicht identifizieren kann. Dazu hängen sie vielleicht ein bisschen zu schief. Die YouTuber-Statue mit Flügeln. Da scheint so ein altes Retro-Game auf dem Computer-Dingens zu laufen. Verbandskasten. Ja, das ist auch irgendwas hier. Das ist doch die, ja, sag schon, die, wir gucken uns hier alles erstmal in Ruhe an, okay? Ein sehr großer Fernseher. Na, das ist ja mal ein Fernseher. Das ist doch bestimmt hier aus, das ist hier von, sag schon, aus dem Film Tron, glaube ich, Tron, das ist doch so ein Tron-Auto. Oder täusche ich mich da? Das ist natürlich hier die, so ein Roboter aus Portal. Sentry Mode activated. Ja, genau. Genau das. Is anyone there? Turret. Sentry Mode activated. Da haben wir die ausgestopfte Fresse von Rosa. Und zwei weitere Trophäen, die mir jetzt nicht so ganz. Ja. Was für einen Sinn soll das nochmal machen?
Ja, nur so. Wüsten von Schurken. Hübsche Sammlung hat er da. Ja, dann sag mir doch mal was zur Statue. Mr. Schäfer? Mr. Schäfer? Wann dürfen wir den zweiten Teil von Full Throttle erwarten? Mhm. Die Statue kann ich nicht tragen. Nicht? Die Flügel. Bewegt sich nicht. Kannst die Flügel nicht antatschen? Der Flügel vom fetten Engel. Da ist doch bestimmt was hinter versteckt. Damit rede ich doch. Nicht? Holzscheit. Dieser verdammte Irre. Oh. Ich wette, das ist alles Teil seines exzentrischen Sicherheitssystems. Das ist unter Umständen eine Zeitbombe? Aha. Okay. Die kann ich nicht mit... Können wir irgendwas antatschen? Die kann ich... Während das tickt. Die kann ich... Der Holzscheit. Mortimers Holzscheit. Hm. Ist, ob der hier Feuer machen kann. Ich rede nicht mit Dingen. Außer mit Mortimer, ja. Die. Bewegt sich. Die Bilder. Das nützt bestimmt nicht. Nicht? Das nützt bestimmt. Okay, die Vitrine anfassen. Kriege ich nicht auf. Einen Schlüssel bräuchte man dafür. Oberste Schublade. Da rührt sich nicht. Mittlere Schublade. Nix. Untere Schublade. Geht nicht. Abgeschlossen. Tschwa. Bin ich stark genug. Damit rede ich doch. Sollst du noch anschalten? Na, das ist ja mal ein Fernseher. Jo. Tja. Der Holzscheit. Was machen wir jetzt mit dem Holzscheit? Anzünden vielleicht. Ich habe hier ein paar Streichhölzer. Lieber nicht. Nicht? Hätte ja klappen können. Vielleicht hier irgendwie. Lieber nicht. Zum Ende die Stutzen führen, die Flügel stutzen. Okay. Bei den Sitzen auch nichts. Verkleidung. Kriege ich wohl nicht ab. Da ist eine Blende unten am Regal. Hm. Nein. Regale. Die kann ich nicht rum. Das ist doch bestimmt was mit der Verkleidung zu tun. Das Rätsel hier. Können wir hier vielleicht. Ich glaube nicht, dass das. Tja, dann haut's wohl nicht so hin. Ich denke nicht, dass das klappt. Hm. Auf jeden Fall sehr schön hier, das Katamari. Katamari Tamachi. Sehr schön. Die Figur wollte ich haben. Sehr schön. Hm. Ja, gut, jetzt sind wir hier drin. Und nun? Da schreibe ich nichts drauf. Tja, schade. Bücher. Können wir uns nicht rausnehmen. Mortys Literaturgeschmack interessiert mich nicht. Tja. Also. Nein, brauche ich nicht. Stuhl, Teppich, Schubladen. Tja. Mit dem Holzscheit können wir nicht viel anfangen. Ja, ein bisschen Kleber drunter spielen. Das muss nicht geklebt werden.
Joa. Da weiß ich auch nicht. Joa. Holzscheit. Jetzt, Bild, da können wir doch bestimmt jetzt im Bild hier was. Das nützt bestimmt. Jetzt hier. Das ist ein Zeit. Dings, auf jeden Fall. Bewegt. Schubladen. Oh! Ja. Okay. Knopf. Roter Knopf. Buch. Mortys Literaturgeschmack interessiert. Ja, Bücher. Da hat sich das. Da hat sich doch das Buch. Okay, und warum haben wir das jetzt zurückgeschoben? Das ist doch Unsinn. Da rührt sich. Tja. Mittlere Schublade. Mist. Haben wir das Spiel jetzt versaut oder was? Mortys Liter. Ah, das Buch können wir auch noch zurückschieben. Und dann das blaue. Mortys Literaturgesch. Rot, grün, blau. Ja. Da hat es Klick gemacht. Mittlere Schublade jetzt. Ja. Jetzt. Roten Knopf, grünen Knopf, blauen Knopf. Den grünen vielleicht als zweites. Okay, da ist was passiert. Rot, grün, grau. Was ein Rätsel. Rot, grün. Ich würde es mal so probieren. Da hat es geklickt. Ja. Scheint ich doch gut zu lösen. Und jetzt den blauen Knopf. Klingt logisch. Da war ein blaues Buch, ein gelbes Buch und ein braunes Buch. Dann nehme ich erst das braune Buch, dann das blaue Buch und dann das gelbe Buch. Ne? Graues Buch. Hat's geklickt? Geht nicht. Ah, okay, haben wir's verkackt. Okay, die ersten zwei hatten wir aber schon richtig. Das Holzscheitchen. So, schnell die oberste Schublade. Roter Knopf. Das machen wir rot. Mortys Literaturgesch. Nein. Das eine Buch hier. Schubs. Rot. Grün. Und blau. Klick. Der hat aber ein vertracktes Sicherheitssystem. Was beschützt denn der da so gut? Grüner Knopf. Ist doch logisch. Rot. Grün und, naja, blau. Das ist grau. Und Klick. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was die letzte. Dann waren graues und braunes und blaues und gelbes. Ich würde mit dem braunen anfangen. Ne, das haben wir schon vorher gemacht. Braun, blau, gelb, grau ist nicht die Lösung. Vielleicht grau, braun, blau, gelb. Yep. Dann braun, so wäre es zumindest logisch. Und jetzt das letzte. Nein. Okay, die ersten zwei Lösungen wissen wir schon.
den Shades. Geht nicht. Hm. Da rührt sich nicht. Haben wir unsere Chancen vertan oder was? Da kann ich hier nicht mehr. Holzscheiß. Hatte ich nur 3 Chancen oder was? Hm. Ins Wohnzimmer zurück. Here we go again. Nö. Ah, ein Schlüssel. Das war die richtige Lösung. Also grau-braun, also die logische Lösung ist am besten. Also rot, grün, blau in den Schubladen und dann hier im ersten Rätsel rot, grün, blau. Dann das, was am meisten nach rot, grün, blau aussieht und dann die oberen, also von oben links nach unten rechts. Ja, das ist eine durchaus sehr logische Schlussfolgerung. Das ist ein. Nein, wenn wir nicht den Fernseher aufschließen. Schloss. Die Vitrine. Wir hätten sie auch mit einem Baseballschläger zerstören können, aber ist ja eh keiner da. Gut. Jetzt gehörst du mir, mein Schatz. Wendell, du Dieb. Aber ich weiß, wo wir die hinbringen können. Und wem die vielleicht ein bisschen viel wert ist. Da kenne ich jemanden, der dafür vielleicht einen Ring hergeben würde. Auf der Sci-Fi-Con. Gibst du doch bestimmt jemanden. Der den. Oh, was ist mit dem los? Die liebe Mel, dem geht's nicht ganz gut. Und mit dem reden wir gleich. Aber ich habe hier was für dich. Wie wär's damit, mein Freund? Eine fantastische, waschechte Millennium Enterprise aus Track Wars? Ah, der Dreck schon wieder. Alter, das ist die berühmteste Sci-Fi-Saga aller Zeiten. In welchem Loch hast du dich denn die letzten 30 Jahre verkrochen? Was zum Geier ist mit dieser Welt passiert? Es gibt nur eine wahre Trilogie und die heißt nicht Track Wars. Mal echt, Track Wars? Im Ernst? Klingt so, als hätte man die bekanntesten Sagas willkürlich zusammengemischt, verstehst du? Du meinst eine Art Crossover? Nein, ich meine... Ach Gott, egal. Ich glaube, das ist ohnehin alles meine Schuld wegen all den Raum-Zeit-Veränderungen. Aber sicher, versuch ja nicht, dich mit Mr. Gene Lucas Lorbeeren zu schmücken, okay? Wer? Ach, zur Hölle, ich bin hier, um dir diese blöde Miniatur zu verkaufen. Eine Miniatur, die ich offensichtlich nicht gebrauchen kann. Großer Gott, What? Randall, ich glaube, ich habe davon schon 10 oder so. Na schön, probieren wir was anderes. Gut. Und denk dran, wenn du diesen Ring willst, brauchst du viel mehr Kohle. Danke, dass du mich daran erinnerst, Kumpel. Hat wohl nicht so gut funktioniert. Können wir dem nicht einfach einen Plutoniumstab in seinen Verband stecken? Nein, das ist gefährlich. Oder die verdammte Miniatur einfach in die Latrine unterspülen. Tja. Mehr. Dem geht's nicht gut. Bei dem hat sich was verändert. Luha, das Mortimer. Greif doch schnell keinen an, der gerade am Verrecken ist. Ist einfach nicht mein Stil. Und sollst du auch nicht angreifen. Nette Con, ne? Für dich vielleicht. Gott! Ah! Was ist denn los? Was zur Hölle ist los mit dir? Du siehst aus, als wenn du stirbst oder sowas. Oh, ich halte das nicht mehr aus. Ich hab hier diese Miniatur, falls du interessiert bist. Ist das die Millennium Enterprise? Bist du doch noch blind geworden? Wirklich ist das die Millennium Enterprise. Collectors Edition, wenn ich das hinzufügen darf. Ich gehe hier noch drauf. Ist doch was für eine Schmerzen. Naja, also niemand sollte von dieser Welt gehen, ohne so eine zu besitzen. Ah,
pass auf! Ich bin ein großer Trackwars-Fan. Schon seit ich ein Kind war und ich wollte immer so eine haben. Aber... Aber jetzt gerade leide ich unaussprechliche Schmerzen. So kann ich keine Geschäfte machen. Ich brauche Hilfe. Okay, der Kerl braucht Hilfe. Was ist passiert, Alter? Der Hotdog-Verkäufer, er hat versucht, mich zu vergiften. Echt? Ich hatte Hunger, okay? Und ich kann Schokolade nicht leiden. Also habe ich dem Typen einen Hotdog abgekauft und... großer Gott! War wohl nicht ganz frisch. Und, wie kann ich helfen? Leg den Wichser um. Sehr gern, aber ich glaube, das übersteigt meine Kompetenzen. Dann nützt du mir nichts, Kleiner. Soll ich dir einen Krankenwagen rufen? Nein, ich mag keine Krankenwagen. Sind mir zu laut und haben keinen Stil. Dein Ernst? Du siehst aus, als wenn du gleich den Löffel abgibst. Du brauchst Hilfe. Was ich brauche, ist ein scheiß Kaffee. Das kriegen wir hin. Wozu denn Kaffee? Gott! Ist das nicht offensichtlich? Der Hotdog hätte mich fast umgebracht. Ich habe einen Knoten im Magen. Und das heißt, alles muss raus. Kapiert, aber... warum denn nicht einfach ein Abführmittel? Hast du welches? Naja, nein. Aber ich könnte sicher improvisieren. Ich brauche nur ein paar ausgewählte Zutaten. Gott, ich liebe das. Nein. Keine ausgeflippten Experimente. Ich brauche einfach nur einen verdammten Kaffee. Alles klar, schon verstanden. Aber ich glaube, hier gibt's keine Kaffeemaschinen in der Nähe. Ich meine, hier sind reichlich Nerds, die dringend auf die Fresse brauchen, aber keine Kaffeemaschinen. Und da steht ein Kaffee. Der blöde Wichser hat einen Becher. Welcher von den vielen? Der Hotdog-Typ. Einfach. Ganz einfach, ganz schlicht und einfach. Doch einfach. Ist schließlich hey, Notfall. Unterbrich mich nicht. Hab ich. Ich würde gerade was wollt ihr mir nicht geben? Blöd gelaufen. Nicht nur, dass er mir diesen höllischen Hopper verkauft hat, dabei was zu erklären. Gott, Kaffee geben. Okay, ich sehe, was ich tun kann. Aber ich verspreche nichts. Bin gleich wieder da. Such einen Security-Typen. Sag ihm, dass mich jemand vergiften will. Aber ich meine, bist du sicher? Was, wenn es nicht seine Schuld war? Mach schon. Okay. Na schön, aber nur fürs Protokoll. Das ist nicht der optimale Weg, einen Gefallen zu erbitten. Meine derzeitige Grobschlächtigkeit ist durch die reißenden Schmerzen durchaus entschuldbar. Und das ist auch der einzige Grund, wieso ich dir vergeben werde. Alles klar. Wie gesagt, einfach, also wie ich sagen wollte, einfach Apfelsaft, also puren Apfelnektar. Richtigen Apfelsaft, keine Apfelschorle. Apfelsaft mit einem Milchgetränk, also Kaffee und Apfelsaft gleichzeitig trinken. Das hilft immer. Das hilft, also fast immer. Also bei mir hat es immer geholfen. Bei mir, ich probiere sowas natürlich nicht aus. Ich habe gehört. Ich höre, dass das so klappt. Kleiner, Finger weg von meinem Kaffee. Ach, komm schon. Ich wollte nur einen kleinen Schluck. Von meinem scheiß Kaffee? Aber ohne Spaß. Hau ab. Ohne Scherz. Säfte. Also Säfte geht auch Orangensaft. Also Säfte mit Milch getränken. Kaffee mit viel Milch und dazu ein Saft. Das wirkt einfach umkehrend. Das wirkt führend. Das ist was Wissenschaftliches. Pseudo-Wissenschaftliches. Hey, Murray, wir haben hier einen Code Brown. Was? Jemand hat versucht, den Pfandleiher zu vergiften. Ist das wahr? Bei sowas Ernsten würde ich nie lügen. Verstehe. Aber ich darf meinen Posten nicht verlassen. Ich fürchte, da musst du dich an jemanden anders wenden. Ja, das glaube ich ja jetzt nicht. Ich dachte immer, sie wären jemand, der für das Wohl aller einsteht. Ich kann aber auch nicht einfach die Tür unbewacht lassen, Kleiner. Security, der dann nicht einschalten kann. Erzähl mir genau, was passiert ist. Mel sagt, es war der Hotdog-Typ. Was? Es gibt hier einen Hotdog-Verkäufer? Sie sind ja plötzlich ganz hin und weg. Der muss wohl früh hier angekommen sein. Hab ihn gar nicht reinkommen sehen. Ah, kann schon sein. Keine Ahnung. Schon sehr.
seltsam. Hm. Ich rieche gar nichts. Und wenn es um Würstchen geht, bin ich wie ein Bluthund. Ja, okay. Hallo, Mary. Eigentlich haben wir gerade über einen sehr ernsten Fall von Vergiftung gesprochen. Ah, ja, natürlich. Dem werde ich auf den Grund gehen. Sobald ich meinen Posten hier verlassen kann, nehme ich die Ermittlung auf. Das ist mein Mary. Aber trödeln Sie nicht, der arme Mel platzt gleich. Geht klar. Sobald er seinen Posten verlassen kann. Posten verlassen. Vielleicht, Nein, das ist gefährlich. Aber dann könnte er seinen Posten verlassen. Ja, gut. Die behalte ich lieber. Lichtschwert. Vergiss es! Da gehe ich mal zurück. Was mit Mel? Der Mel ist verschwunden. Jemand hier? Oh. Latrine. Da wollte ich schon nicht rein, als noch frei war. Da ist besetzt. Mel? Bist du da drin? Ich hoffe, du bist der Tod. Und hier, um mich von meinem Leiden zu erlösen. Noch besser. Ich bin's, Randall. Wer? Der Kurier von Emerson Express. Wir haben vor einer Weile über deine Magenprobleme geredet. Ah, klar. Der Millennium Enterprise-Typ. Ja, das bin ich. Klasse. Hast du meinen Kaffee? Naja. Nein. Dann hau wieder ab. Oh! Ich brauche absolute Konzentration und dafür muss ich allein sein. Ja, ist gut. Wollte nur sagen, dass ich den Cops gesagt habe, was los ist. Oh Gott. Wenn du damit die Pussy am Eingang meinst, bin ich wohl gefickt. Na komm, gib Mary eine Chance. Und dass er so ein Depp ist, macht ihn so charismatisch. Oh, egal, Kleiner. Komm einfach nicht wieder, wenn du keinen scheiß Kaffee dabei hast. Oh. Ich werde mein Bestes tun.